Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück bei Grounded. Salut. Ja, genau, die ist auch da, die Mathilde, irgendwo. Yep. So, ich kann ja schon mal die ganzen Dinger, die Leaf-Dinger hier, die ich hier gefunden habe, ja schon mal aufstellen, oder? Ja. Wir sind nämlich gerade dabei, unser Haus ein bisschen heimeliger zu machen. Wir sind jetzt dabei angekommen, dass wir tatsächlich so langsam auch ein Dach bauen. Heinrich, lauf mal vor, wir zeigen das mal schön im Licht, dass das hier langsam ein bisschen gemütlicher wird. Ja. Ah, hier seht ihr schon die Dachkonstruktion. Wir brauchen jetzt natürlich auch noch ordentlich Holz und Klee, aber dann wird das hier langsam ein bisschen kuscheliger, was wir auch schon gemacht haben. Heinrich, komm mal mit, dass man das auch schön sieht. Ja, ups. Ich muss hier erstmal den Klee entfernen. Ich bin gleich da. Ich habe gleich alles raus. So. Ach gut, dann brauchen wir ja wirklich nur noch die Stämme. Ich habe noch 3. Willst du dann offen lassen, damit hier die Vögel reinpacken können? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss ja erstmal gucken, wie das hoch wird, damit ich weiß, wie ich jeder die Dinger machen muss. Ja, gut. Genau. Wir haben hier jetzt ein wunderschönes Geländer. Ja. Sieht gleich viel netter aus. Sieht schick aus. Genau. Und wir wollten ja heute in Ameisenbau gehen. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch eine zweite Fackel bauen. Ja. Und die jetzige reparieren vielleicht. Kann man die reparieren? Ich hoffe. Also du kannst ja Werkzeug auch reparieren, aber das kannst du nicht reparieren, Mist. Nö, es verbrennt ja. Wie willst du das reparieren? Keine Ahnung, weil ich cool bin. Repariere ich's. Ich müsste vielleicht... Ja, ich habe Durst. Ich weiß. Ich überlege gerade noch ein Repair-Kit zu bauen, weil... Dieses Armor-Ding ist natürlich wichtig. Ah, da brauche ich Maidfass und Sap für. Maidfass haben wir aber nicht mehr. Maidfass ist alle, ne? So ziemlich, ja. Ah, doch, eins kann ich noch. Dass man echt. Also ich mache es einfach nur, damit meine Rüstung nicht kaputt geht, wenn wir da Ameisen abschlachten. Wie, Moment mal, wer hat was von Ameisen abschlachten gesagt? Naja, da wird es ja wohl eine Queen geben. Und die Queen muss geschlachtet werden. Du bist verrückt. Ich denke, es ist der Sinn, da reinzugehen. Ich wollte mir das erstmal in Ruhe anschauen. Ach so. Aber ich dachte mir, es ist cool, wenn wir uns das zu zweit anschauen. Ja, können wir gerne machen. Ich will nur gerüstet sein für das Schlimmste. Vielleicht greifen die uns auch automatisch an, weil wir da nichts zu suchen haben. Ich war ja schon mal drin. Ach, du warst schon mal drin. Ja, und dann bin ich zurückgegangen, weil ich dachte mir, es ist schöner, wenn wir das zusammen machen. Dann hast du schon die Mutti gesehen. Nee, so weit bin ich gar nicht reingegangen, weil ich wollte es mit dir zusammen machen. Ja, ich meine nur, es kann sein, dass sie aggressiv sind, wenn wir quasi da vor ihrer Mutti stehen. Ja, das weiß ich nicht. Vor der Mutti stand ich noch nicht. Hm. Und damit ich da friedlich bleibe, muss ja meine Rüstung, also die muss ja heile sein. Nicht, dass wir gegen irgendwas kämpfen, dann geht mir die Knieschoner kaputt und dann habe ich kein komplettes Rüstungsset mehr. Darauf will ich. Wie stelle ich den Armor Glue her? Habe ich nichts gemacht. Nein, habe ich es rausgedroppt. Oh. Du brauchst 3 Maidfass, du brauchst Sepp und du brauchst... Woven Fiber. Okay. Genau. Das Problem ist, ja. Das Problem ist, das Glue reicht immer nur für 1. Und dir fehlt ein Maidfass. Ich habe noch 2 Maidfass. Dann verzichte ich drauf. Aber das geht. Und die Waffen gehen besser mit Quarz. Siehst du? Okay, ja, Quarz habe ich schon mitgebracht. Weil da fällt mir auch gerade ein, ich habe hier 2 Sachen. Ja, also meinetwegen können wir... Ich müsste nur noch mal was trinken. Ach, ich habe noch was zu essen gefangen. Ich habe hier ganz viel gerostet. Ich brauche auch noch Fackeln. Mindestens eine. braucht man dafür? Was hast du denn für welche? Du nimmst die Slime-Mod, oder? Nee, die sind so schnell aufgebraucht. Also an die normale Torch. Da brauchen wir wieder Sepp. Ja. Brick, 3 Gras. Das vierte habe ich schon wieder vergessen. Bestimmt Fiber. Woven Fiber. Jetzt heute echt rum. Haben wir hier draußen schon was zu trinken? Ja. Don't even need to boil it. Oh. Da ist auch noch ein Wassertropfen. Den hole ich mir gleich mal in meine Kantine. Aua. Ja, den Tropfen, den ich getrunken habe, der reicht wahrscheinlich jetzt nicht hin. Ich muss wahrscheinlich noch einen trinken, aber das können wir ja unterwegs machen. So, ich habe jetzt 2 Mal Wasser in meiner Kantine. Und ich habe eine Fackel. Ich habe 2 Fackeln. Super. Bist du? Ah, du bist dann nach oben. Ja, ich muss mal ein bisschen Platz wieder schaffen. Mist rausschmeißen. Gut. Dann können wir los. Wo bist du denn? Jo, ja, ich bin unten. Wo denn? Da, ah. So tief unten. Das war ja eigentlich hier einmal hier rüber. Und ja, ich habe den markiert, den Ameisenbau. Die war sogar gerade eine Ameise. Hallo Ameise. Du musst mir nur folgen. Ich folge dir. Weil wir hatten den markiert. Ah, da ist ein Wassertropfen. Ich folge dir. Hier sind überall Wassertropfen. Geil. Ja, es ist Nacht. Bleib hier, nice and clean. Peter, du musst das sagen, wenn du was trinkst. Bist du von oben? Ich finde das ja auch nett, dass das Feuer so wie beim Streichholz einfach aussieht. Finde ich gut. Kann man hier was abbauen? Unten ist auf jeden Fall Quarz und diese komische Slime-Mold. Was kann man, die Slime-Mod kann man auf Fackeln machen, ne? Mhm. Aber die sind nicht so geil. Vielleicht als, ich meine, als Außenfackeln so. Mhm. Let there be light. Okay. Du siehst echt fies aus. Mhm. Also, wir können geradeaus oder nach links. Mhm. Ruhig, Katze. Ach, ich muss mir auch noch füttern. Scheiße. Geradeaus. Ich denke mal, die Bienenkönigin oder die Ameisenkönigin, die ist ganz in der Mitte. Was denn hier Cooles? Was ist das? Kann ich das essen? Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Oh, da ist was zum Abbauen. Ja, Quarz. Das nehme ich mit. Du willst hier Stress mit der Königin anfangen? Naja, ich wette mit dir, wenn man diesen, dass die mit uns Stress anfangen, wenn wir den Raum betreten, könnte ich mir vorstellen. Ist das nicht? Wir haben uns doch extra als Ameisen verkleidet. Ja. Weil wenn die uns angreifen, sind wir im Arsch. Die Frage ist, ob wir auch hier lebendig raus, also generell rauskommen. Ich wüsste gar nicht, auch wenn ich überall vorbeilaufen sollte, ob ich hier wieder rauskomme. So. Schwarz ist wichtig. Oh, da ist was Leuchtendes. Oh ja. Da sind doch ganz viele Ameisen. Ja, trau dich. So, hier sind Ameisenbabys. Kannst du eins mitnehmen? Aber es kann sein, dass sie dich angreifen. Nein, kann ich nicht nehmen. Draufhauen? Nein, lieber nicht. Ich werde es nicht tun. Wo bist du denn? Hast du nach oben gemacht? Hier. Ich habe hier eine Rotten Bee-Face Mask gefunden und hier ist auch ein Skelett. Von was denn? Einem Menschen. Also ein kleines. Cool. Ein Kind ist hier gestorben. Das Wichtigste hast du gar nicht gesagt, hier ist Quarz. Habe ich nicht gesagt? Ich meine, ich habe das gesagt. Nein. Das habe ich überhört. Das will ich nicht abstreiten. Die Ameisen sind so laut. Was machen die denn alle hier? Können wir den Kopf mitnehmen? Nee. Schade, so Dekoration. Oh, da liegt auch was Interessantes. Eine Kassette oder was? Ein Skepsis. Ja, warte doch mal, hier ist Quarz. Wenn wir schon mal hier sind, wo es Quarz gibt, mitnehmen. Ob man von den Ameisenkriegern bessere Ausrüstung bekommt? Da kriegt man auf jeden Fall diese Mandibel her. Das sind die Greifzangen. Ja, das sieht so aus, wie ich... Das könnte doch... Da hinten ist auch noch mal Science. Science. Da ist auch Quarz. Und hier geht's auch weiter. Dann komme ich mal wieder zurück zu dir. Hm. Ich hoffe, wir finden den Weg hier wieder raus. Ich fühle mich wie in einem Darm und das hier sind alles die Darmhärchen. Ja, das muss ich auch. Daran muss ich auch so ein bisschen denken, ja, stimmt. Oder so Nasen. Waren wir hier schon? Das ist der Ausgang, ja? Auf jeden Fall geht es nach oben. Fett, ich glaube, es ist der Ausgang. Wollen wir denn schon wieder raus? Fragen wir mal so. Ah, ne, gibt es auch wieder links und rechts. Scheiße. Aber ich glaube, dass wir von der Richtung gekommen sind. Möchtest du denn schon rausgehen? Das Nein, ich möchte mich nur überzeugen. Das ist bestimmt der Ausgang, ja. Ah, stimmt doch, hier sind wir da gegangen. Wir sind gerade ausgegangen, genau. Aber Ameisen haben doch immer Ameisenkönigin, oder nicht? Ja, ja, aber wir sind ja noch nicht ganz drin gewesen. Aber wo ist denn ihr Thronsaal? Ob die auch so wie bei der... Hier ist noch mehr Quarz. Bei der schlechten Serie Game of Thrones so einen Thron hat mit, aus Schwertern. Oder so aus Ameisenköpfen zusammengetan, zusammengeschmolzen. Hm. Oder das ist einfach so eine Brutmutter wie bei Alien. Ich glaube, das ist eher so eine Brutmutter wie bei Alien. Schön. So habe ich die Mütter am liebsten. Ey, ist mein Quarz. Oh, hier ist Wasser und da unten ist noch wieder... Oh, ich komme zu dir. Oh, Silence. Nee, Times. Ups, das Menü. Kommt man da lang? Ja, das Quarz... Schwimm, Peter. Oh Gott, hier ist Luft. Ja. Das ist doch cool. Ja, und hier ist noch mehr Quarz. Ja, ich habe schon einiges liegen. Ich mach mal mein Licht aus, das reicht ja, wenn einer von uns Ja, geht. Wenn wir nebeneinander stehen, reicht einer. Mal ein bisschen die Dauer, die wir das Licht haben, verlängern. Ja, ach, ich habe hier noch einen normalen Stein mitgenommen, den brauche ich nicht. Dann habe ich noch 2 Slots frei. Ja. Ah, ich könnte aber auch noch diese Slime-Mold-Torches machen. Also Notfallleuchten. Aber hier geht's auch schon wieder nach oben. Oh, hier ist wieder ein großer Ameisenhaufen. Hm, hier möchte ich auch nicht so gerne was abbauen, weil... Hier ist auch wieder eine rotten Bienen. Ich habe einen Beinschoner bekommen. Hier sind Beine. Das heißt, dann muss es ja noch einen Teil geben. So eine Ameise, die auf einen hört, wäre cool. Das wäre echt cool, ja. Wo wollen wir weitergehen? Ich habe keine Ahnung, wo wissen. Also, boah, gehen wir mal hier weiter. Wieder durch den Darm. Ne, hier waren wir schon. Dann nochmal zurück und wir gehen den anderen Gang. Ja, jetzt will ich den dritten. Ja, ich will jetzt auch den dritten haben. Oh, na toll, mein Essen ist gerade versaut. Warte mal, wir sind von rechts gekommen. Von da lang. Nee, wir sind doch von hier gekommen, da sind wir doch rausgetaucht hier, oder? Ach stimmt, ja, ja genau, links. Nicht, dass ich hier schon Bienen entdeckt hätte, aber... Ne, hier waren wir auch schon. Das ist, glaube ich, wieder das Ding. Ja, hier haben wir den ersten Teil gefunden. Da muss irgendwo noch einer rumliegen. Ja. Irgendwie ein paar Knochen oder so und ein Sack. Mhm. Nur wo? Das ist die Frage. Ameisen, ihr könnt uns gerne helfen, dann sind wir eher raus. Ja, dann stören wir euch nicht länger. Ah, stimmt, das wäre sehr einfach gewesen, aber ist nicht. So, hier sind wir ja gerade einmal runtergegangen, ne? Hier ging es ja mal nicht zum Wasser. Aber ich check nochmal, vorsichtshalber. Ja, warte, ich komme mit. Du bist mein Licht, ich komme hinterher. Ich habe mal im Wasser noch irgendwo was. Das kann natürlich sein, ich bin da nur schnell durchgeschwommen. Ja, ich auch. Gucken wir jetzt nochmal nach. Warte, hier rechts. Genau, links geht es zum Wasser und hier geht es noch geradeaus. Ah, es juckt. Oh, da ist was. Ja, ich hab was. Antil Burgle Chip. Ich hab hier noch was gefunden. Ich hab hier die... Yeah. Rüstung cool. Ist komplett. Geile Sache. Dann können wir hier, glaube ich, rausgehen. Ja, aber ich habe hier keine... Ich bin enttäuscht. Ich habe hier keine Ameisenkönigin gesehen. Aber ich möchte jetzt zu BURG.L und die Chips einlösen. Oh, ich sollte was trinken. That's not so bad. Ich könnte auf die reiten, du kleines Ameisentier. Auf jeden Fall ganz cool, der Ameisenhügel, der gefällt mir. Ja. Auch schon ein bisschen verwinkelt. Wäre, glaube ich, nicht möglich hier mit alles mit umzutöten, ne? Deswegen meinte ich, bist du dir sicher, dass du die Ameisenkönigin angreifen willst? Ich meine, wir haben jetzt keine gefunden, aber... Ja, vielleicht Hit and Run. Oh, Babyameise, nein. Ich glaube, das war eine normale Kundschafter-Ameise. Ich hoffe, die Technik einfach nach oben zu laufen ist richtig. Ja. Ja, würde ich. Oh, die Sonne scheint. Würde ich jetzt auch behaupten. Einfach nach oben ist gut. Oh, da sind Daffodils. Also beim Ameisenhügel sind Löwenzahn. Ja. Wollen wir dann gleich noch mal kurz zur Eiche gehen? Zum BURG.L? Ja, können wir machen. Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Ich muss nur mal Augen offen halten wegen Getränke. Mhm. Ich will nichts aus meinem... Ja, kann ich verstehen. Reserve nehmen. Ja, aber ich meine, da an der Eiche sind immer ganz viele Tautropfen auch. Da würde ich dann auch mein Trinkgefäß auffüllen wollen. Ah, hier ist ja auch so was zum Trinken hier vorne. Könnte ja noch was sein. Oh, hier ist ganz viel. Oh, hier bei unserer alten Basis. Alles voll. Warte, dann komme ich, Wo bist du denn? Da. Wie viel kann ich gar nicht trinken, wie viel hier ist? Ja, warte, dann... Oh. Alles voll. Hier müssen wir uns auch mal eine Treppe nach oben bauen, damit wir die Science-Punkte bekommen. Was? Ich kann nicht different liquids? Nein, du kannst nicht zwei unterschiedliche nehmen. Wenn du nur Wasser hast, dann musst du... Also nur Regenwasser. Ja, dann nehme ich halt hier was von dem. Ne? Ja? Geht nur das eine. Na gut. Aber wir haben ja hier auch schöne Tautropfen in unserem Tautropfenfänger. Ja, ja, das ist hier schon so, mal super. Wo gehst du jetzt hin? Wollt mich zum Bauen? Da lang. Okay. Ja, sorry. Honeydew ist auch immer gut dabei zu haben als Notfall. Ja, ich bin voll. Ja? Ja, ich bin voll. Du bist immer voll. Nee. Das klingt ja, als ob ich Alkoholiker wäre. Oh, wo jetzt ein Bier könnte ich gerne. Voll machen? Beladen. Ach so. Außerdem hast du gesagt, ich bin voll. Ja, aber nicht mit Alkohol. Das habe ich auch nie behauptet. Nur mit Loot. Ah, verpiss die Fliege. Bin voll. Dass du ein Loot-Messi bist, ist ja nichts Neues. Ich kann mich bei solchen Spielen von nichts trennen. Ja, ich weiß. Kann man ja alles gebrauchen. Ah. Hier sind auch ganz viele Ameisen wieder. Weil hier vergammeltes Fleisch ist. Komm, ich gebe euch auf. Bitteschön, hier noch mehr Spoiled Meat. Ja, da rennen sie alle weg. It's good to see you again. Processing speed increased 0.0000000003%. Wow. Is there anything else I can help you with? 3 bold quests arrive. Oh. Ja, was siehst du denn? Ich sehe dir nichts. Entschuldigung, also er hat gerade nur gesagt, hier als ich ihm den Chip gegeben habe, dass sich seine Geschwindigkeit um 0,00000 ja. keine Ahnung wie viel 0,3% erhöht hat. Hier sind jetzt die Quests von BURG.L, Hunter Stinkbug, also Stinkkäfer, eine Stinkwanze, ja. Dann Stepping Stone Summit Explorer, keine Ahnung. Die Stinkwanze ist bestimmt das Vieh, was bei uns um die Basis gelaufen ist. Na, weiß nicht, ob das der... Ne, die Stinkwanzen sind, glaube ich, größer. Das war schon groß, dieses Käfervieh. Kannst du nicht einfach alle annehmen und wir bearbeiten? Ja, kann ich. Ich guck mal, ob ich noch was kaufen kann. 2000... Oh, ne, können wir nichts kaufen. Doch, ein Scap-Scanner. Wir müssen 5 von den Stinkbugs töten. So, aber hier ist, glaube ich, noch irgendwo ein Analysegerät. Das wollte ich noch mal... Kann nichts analysieren. So eine Kacke. Haha. Kannst du was analysieren? Nö. Hab ja nichts Besonderes. Guck da trotzdem immer mal. Oh, dann bringen wir mal die Beute zurück, ja? Ja. Na. Vielleicht können wir ja nochmal einen von diesen Käfern töten irgendwie. Ja, vor allem müssen wir gucken, welches ist jetzt der Stinkkäfer, der da bei uns sozusagen rum, also der Arschlochkäfer, so gesehen. Oder diese wirklich großen Stinkranzen. Können wir nochmal ein paar Blüten mitnehmen? Ja. Oh, hier ist auch so viel zu trinken. Vielleicht können wir eine Blumenfalle aufstellen, weißt du? Mhm, okay. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ein bisschen Platz habe ich doch. Dann alle Blüten aufsammeln. Jawollo. Ei, ei, Captain Heinrich. Los, Matrose. Spinne tot oder Spinne schläft? Spinne schnarcht. Hm. So eine Spinne müssen wir eigentlich auch mal töten. Aber hier sind wir nochmal, ja. Hatten wir? Ja, wir haben schon die eine oder andere Spinne getötet. Wir haben sogar eine Folge, die heißt Spinnentöter. Ah, habe ich schon vergessen. Gut, aber es gibt bestimmt eine... Marienkäfer haben wir noch nicht. Diese komischen Larven haben wir noch nicht. Welche Larven? Achso, die Marienkäferlarven. Ja, die uns einmal richtig gefickt haben. Okay, ich habe alle Blumendinger... Gut, dann gehen wir mal zurück. Von, wir können uns ja gucken, ob wir uns irgendwo sicher positionieren können und dann eine Spinne ärgern. Ja, aber hier ist irgendwie nichts. Da unten ist eine Spinne. Ja, die pennt ja. Ja. Darum versuchen wir es mal mit der Blume. Ich glaube, das ist auch mehr als eine Spinne, so wie das aussieht. Ja, die kuscheln da. Da sehe ich mindestens 3. Die locken wir mal nicht an. Nee. Hm, welches ist unser aktuelles Zuhause? Das rote oder grüne? Das rote ist der Ameisenhügel, das grüne ist unser Haus. Hm, okay. Dieser scheiß Würmer. Ja, nerven halt. Ja, aber ich erschrecke mich immer. Das muss doch nicht sein. Lass dich doch nicht erschrecken von so Würmelein. Ach, siehste, ich wollte auch noch mal zu diesem... wenn wir hier unterwegs sind, ich sehe da gerade, wahrscheinlich da, wo auch gerade eine Spinne lang rennt, so wie sich die Äste, das Gras bewegt. Ja, da ist eine Spinne, ja. Ups, da ist vor allem auch Holz. Upsi. Ah! Cool. Was denn? Wo bist du? Wie bist du da hingekommen? Indem ich hüpfe. Indem ich hüpfe? Ja. Indem ich hüpfe? Whee. Hüpferello. Das hat nicht geklappt. Fuck. Hm. Hm. Man könnte ja versuchen von hier oben. Ich weiß nicht, ob sie die Grashalme kaputt machen. Das weiß ich auch nicht. Also genug Pfeile habe ich, aber ich habe keinen Platz, um... Hey! Kackfliege. Ah. Bist du weitergelaufen? Ich bin ja nicht da lang gekommen, wo du lang bist. Da bin ich ja zu blöd für gewesen. Dann nur einfach hüpfen. Du magst doch Jump'n'Runs-Spiele. So. Ich habe mich jetzt hier erstmal auf die Kamera geflüchtet, weil da so viele Spinnen gerade waren. Ah, ich sehe sie. Und die eine hat mich gerade ganz böse angeschaut. Blöderweise ist das da direkt an einem Löwenzahn. Wir brauchen Löwenzahn. Ja. Aber ich glaube, ich bin nicht hoch genug. Mit vereinten Kräften. Eigentlich müsste es doch für Kopfschüsse noch irgendwie 5% mehr Schaden geben. Ich auch, weil wir hauen da schön in die Fresse rein. Problem ist, da ist noch eine Spinne. Ja, 50% haben wir aber schon. Noch zwei, glaube ich sogar. Pass auf, die wird von ihren Artgenossen jetzt gefressen. Also dafür habe ich nämlich definitiv nicht mehr genug Pfeile. Hm. Die stehen und machen irgendwas. Ja. Sollen wir abhauen? Ich will die Pfeile wieder haben. Ja, ich auch. Die Leine. Husch, husch. Ab ins Körbchen. So ist brav. Los, auf die Jagd zu den Pfeilen. Pfeile und Spinne auseinandernehmen, dass wir uns irgendwann eine Spinnenrüstung bauen können. Das kannst du auseinandernehmen, kannst du machen. Ich habe mich noch nicht entleert, ne? Wir waren noch gar nicht zu Hause. Nee, entleert haben wir uns noch nicht. Hast du alles oben? Ja. Dann lass uns mal abbauen. Also ich bin wirklich voll. Ja, ich auch. Aber die Spinne war ja so kein Problem. Ja. Vielleicht können wir ja die eine Spinne bei meinem einen Rucksack noch umbringen. Irgendwann demnächst mal. Ah, die war sehr beweglich. Das war eine Spinne auf Speed, ey. Die hing ja vielleicht irgendwie fest, aber die eine Spinne, die uns damals getötet hat, die war ja echt rasend schnell. Ja, ich wollte sowieso nochmal da zu diesem einen Baum, weil da gibt es Berries und Berries kann ich gebrauchen, um Dings zu bauen. Oh, jetzt fängt das hier schon wieder mit dem Rumswitchen an. Ich kotze. Und ich weiß genau, wenn ich mich auslogge und wieder einlogge, ich garantiere dir, ich falle bestimmt durch den Boden. Nein, lass das mal. Aber dann kann ich nichts ablegen. Du, soll ich dir was sagen? Kisten sind voll. Dann würde ich sagen... Oh ne, hier ist die eine ist noch leer. Die rechte. Aha. Hä? Aber ich laufe gegen irgendeine unsichtbare Wand gerade irgendwie. Ganz komisch. Packe ich die Rüstung da mal rein. Ah ja, ein Teil der Rüstung hattest du ja, ne? Mhm. Gut. Das liegt auch, dass das Problem ist, ich habe immer zwei Fackeln, die fast kaputt sind. Ich habe 5 Speere. Naja. Ja, kannst ja mal testen. Ich gehe mal Holz hacken in der Zeit, ich weiß auch, wo Holz ist. Wichtig Holz, nicht Gras. Ah, und dann will ich noch die Falle aufstellen. Die Lörfalle. Ach, die brauchen blaue. Das ist egal. Flower Petals sind Flower Petals. Hotcraft Integrated? Hä? Und jipp, ich falle wieder runter. Okay. Das heißt, ich gebe einmal auf. Oh, ist das ätzend. Du hast auch die Blumenstücke, ne? Ja. So, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Naja, dann gehe ich Holz hacken. Und muss nach Hause laufen. Das ist sehr ätzend. Ja. Ja, es kann entweder daran liegen, dass wir das Spiel nicht auf dem Server hosten, sondern dass ich das quasi hoste. Oder, ja, so, dass es halt so ein Zeitsynchronisationsproblem ist. Oder generell so ein Synchron... da gehe ich nicht lang. Da sind gerade irgendwelche Stinkwanzen. Müssen wir doch eh noch töten. Ja, aber nicht jetzt. Halt, stopp. Wo ist das Fleisch hin? Jetzt bin ich auch zu Hause. Toll, da habe ich den Sack getötet. So, jetzt steht auch wieder alles da, wo es stehen soll. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr irgendwie Probleme habt mit... Warum sind da oben? Ist das nicht dieses... Ach nee, Löwenzahn ist das, ne? Das ist ja hier irgendwas anderes. Ach, das ist hier irgendwie so ein Kleemist-Scheiß. Ja, Mist. Auf der Suche nach Löwenzahn. Ich glaube, ich gucke mal, was man braucht für die Spenderrüstung. Was wollte ich? Genau, ich wollte eigentlich nach Spricks gucken. Müsste man in die Kiste gucken, da müssten noch welche sein. Jetzt sind auch noch ganz viele Flower Petals. Wo soll ich denn die Blumenfalle hinsetzen? Ich dachte irgendwie da, wo die Ameisen sind. Bei dem Donut da. Oder etwas weiter weg von dem Donut. Da habe ich alles abgehakt. Was Donut? Donut, Hotdog. Ah, da. Nicht direkt beim Hotdog, da wo wir ein bisschen was abgeholzt haben. Hm. Soll ich eine oder zwei aufstellen? Mach erstmal eine und gucken wir mal, was da passiert. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt da so ein Lockstoff und dann gehen sie alle hin, hängen da ab und dann können wir sie töten. Das wäre doch praktisch. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ah, siehst du, ich wollte noch mal ein bisschen an der Beleuchtung basteln. Da kann man nicht aus diesem Schleimmoos, glaube ich, was bauen. Ja. Ofenfiber und Slime-Mold Stalk. Hm. Erstmal gucken, wie die Licht geben. Das Licht. Vielleicht so als Bodenleuchte besser. Ja, es funktioniert. Die Ameisen sind da und sind glücklich. Also wir haben jetzt gar keine Probleme mit Ameisenparts. Das ist gut. Können wir uns hier vorne hinstellen, die Ameisen erschießen und dann Spaß haben. No water filtration tablets needed. Ja, wir kommen hier echt gut voran mit dem Bauen, ne? Ja. Na, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Licht. Das macht es auch noch mal ein bisschen netter. Ja, Mensch, dann kann ich ja glatt hier schon das nächste vorgeben. Hoffentlich kommen wir da dann auch an die Decke. Hm? Wenn nicht, baust du aus Holz da erstmal so ein Gestell. Oh, da hinten im trockenen Gras scheinen wohl viel Löwenzahn zu sein. Von hier sieht man das richtig gut. Hm. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Der eine ist irgendwie zu tief, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Hier, diese Ecke hier. Hm, bei mir sieht das passig aus. Echt? Geh mal zur Seite. Nee, guck mal nach oben. Nein, nochmal tiefer, da die Ecke. So, bei dir passt das okay. Da musst du die bauen. Die anderen passen bei mir auch, nur die eine Ecke nicht, die ist schief. Nicht schief, zu tief. Ja, müssen wir dann mal schauen, wenn es soweit ist. Genau. So. Mal rein theoretisch. So, wäre das Dach dann geschlossen. Da müssen wir auf jeden Fall springen, da kommen wir so nämlich nicht hoch. Okay. Ja, aber ich denke mal, für heute war es das erstmal. Ich packe mal Essen auf den Ofen. Da ist noch was. Der ist voll, der Ofen. Aber ich habe auch noch was. Ja, dann nehme ich was. Ich habe Hunger. Ach, toll. Spoiled Meat. Ja, das, was du draufgepackt hast, ist schon vergammelt. Ja, dann gib mir das Spoiled Meat, dann bringe ich das raus und dann freuen sich die Ameisen. Ich schmeiß das aber mal zur Blume. Bin ja kein Unmensch. Ja, die Ameisen sind unsere Freunde. Mhm. Viel Spaß damit. Die kommen ja eh wieder. Ah, hier ist noch ein toter Käfer. Cool. So, also ich werde als nächstes was links. Ja, was wolltest du bauen? Ich wollte hier da diesen anderen Baum aufsuchen, weißt du, wo es die Beeren gab, damit wir einen schönen Sessel und so haben. Mhm. Lecker. Ah, und ich wollte noch mal gucken wegen besserer Kleidung. Ein Clover-Poncho, huh? Ah, von diesen Würmern die Rüstung, die gibt einem mehr Ausdauer, also Stamina. Für die Spiderhood braucht man Spider-Fangs. Oh. Hm. Gibt einem aber auch Schnelligkeit dann. On Clover Table. Ja, wir müssen echt mal so einen Stinky Bug auseinandernehmen. Ja. Und ich würde gerne dieses Spider-Venom bekommen. Ein bisschen Spider-Venom haben wir. Wir könnten mal Giftpfeile machen. Vielleicht kriegen wir die größeren Gegner damit platt, weißt du? Mhm, aber wir haben nur einmal Spider-Venom. Ja, kriegst du 5 Giftpfeile raus. Ah, ist ein bisschen wenig. Ja. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break und ja, mal sehen, wie es nächstes Mal weitergeht. Dann kommentieren, abonnieren nicht vergessen und liken und ihr wisst schon. Ne? Gesund bleiben, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.